liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Zu unserem besinnlichen Ostergespräch begrüßt sich der Schriftsteller Peter Bichsel. Er beschreibt in seinen Texten häufig Randfiguren und Verlierer von der Gesellschaft und öffnet uns den engagierten Blick über die Grenzen der Normalität aus. Herr Bichsel, Sie sind 75 geworden. Was ist das für ein Gefühl? Sie haben ja mal gesagt, auf 75 werden Sie einen Stress dabei. Haben Sie ja immer die Tugenden der Langsamkeit gepflegt und Ihre Antworten sind wohl überlegt und alle Ihre Sätze kleine Kunstwerke. In dieser schnellmäbigen Zeit kann man ja nur sagen, wer zu früh kommt, der beschafft der Tod. Oder wie sehen Sie das? Ich glaube nicht an Tod. Ich glaube an Gott. Aber ich weiß, dass es nicht geht. Wenn Gott Realität wäre... Sehr gut gesagt. Zum Glück sind es noch Menschen, die sich darüber Gedanken machen, und zwar ohne Hetzerei. Zu Ihrem Geburtstag ist ja jetzt ein Dokumentarfilm gedreht worden. Um was geht es? Um Sehnsucht nach der Stadt Paris. Eine Sehnsucht, aber die verpufft, wenn man noch geht. Eine wunderbare Stadt. Also, um den Inhalt kurz zusammenzufassen. Der Film begleitet Peter Bichsel zum ersten Mal in seinem Leben auf Paris. Aber weil er die keine Sehnsucht nicht verpuffen will, fährt er zwar mit dem Zug dorthin, bleibt aber die ganze Zeit im Hotelzimmer beim Bahnhof. Und dann fährt er wieder zurück. Warum das? Ich brauche die Stadt eigentlich nicht. Durch die Realität wird ihm immer etwas weggenommen. Ein Stück Naivität. Vollkommen einverstanden. Sie sind ja ein grosser Beobachter. Und Beobachter kann man ja auch in einem Hotelzimmer beim Bahnhof. Und so kann man auch, wenn man die Langsamkeit so intensiv legt, wie Sie auch sehr viel schneller beobachten, weil es ja in einem Hotelzimmer nicht so viel Beobachter gibt. Oder wie sehen Sie das? Sie haben zwar gesagt, Sie dürfen nicht beobachten, sondern Sie dürfen schauen. Wenn man beobachtet, wenn ein Polizist so haben Sie das gesagt, dann wissen wir schon, was passiert. Aber das Schauen ist kontemplativer und umfasst es innen wie außen. Finde ich toll, wie Sie das gesagt haben. Und dann natürlich viel poetischer und umfassender, aber auch viel länger, als ich das jetzt erklärt habe. Ich bin ja nicht Schriftsteller. Doch was haben Sie denn jetzt noch Sehnsucht? Ich rauche ja bekanntlich gern. Darum gehe ich auch nur noch in Beizen, die das tolerieren. Die poetische Sehnsucht nach der nächsten Zigarette rührt mich irgendwie. Eine Sehnsucht, die nicht verpufft oder höchstens verpafft. So eine Sehnsucht ist einer meine Währung. Je mehr sie verpafft, desto grösser wird sie. Darüber sollten Sie auch mal ein Buch schreiben. Wissen Sie was? Ich nehme auch mal wieder so einen Faden. Eine Zigarette ist ja eigentlich weiblich. Genau wie Poesie. Und wenn ich rauche, raucht eigentlich meine weibliche Seite. Genau. Und so kann man ganz langsam und gelassen seine weibliche Seite rauchen und gleichzeitig die Sehnsucht, wo man weiss, dass es sie ja nicht gibt, ohne Hetzerei für Buffalo. Peter Bichsel, Sie können noch eine Frage stellen. Ich habe mich immer... Das scheint nicht der Fall zu sein. Unsere Sendezeit ist leider abgelaufen. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Abend.